Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im ganzen großen Komplex Cum-Ex, von dem viele sagen, es war eine Form organisierter Kriminalität, bildet der Steuerfall Warburg schon einen ganz besonderen Fall. Weil anders als bei anderen Fällen hier die Interaktion mit dem Finanzamt und auch die Frage der Rückforderung von ganz anderer Qualität war als sonst. Und deswegen müssen wir darüber hier heute reden. Es handelt sich bei der Diskussion über den Steuerfall Warburg um 90 Millionen Euro kriminell erlangtes Geld, 47 Millionen, um die es 2016 ging, und noch mal 43 im Jahr 2017. 47 Millionen Euro wurden von der Finanzbehörde in Hamburg nicht zurückgeholt, obwohl man das hätte tun können. 43 Millionen Euro wurden von der Finanzbehörde Hamburg allein deshalb zurückgeholt, weil das Bundesfinanzministerium im Wege der Weisung, die mehrfach wiederholt und betont werden musste, es mehr oder weniger dazu gezwungen hat, das Geld zurückzuholen. Und deswegen, Herr Minister Scholz, muss ich schon sagen, auch nach den 9 Minuten, die Sie heute hatten, nichts von dem, was Sie über die Bekämpfung von Steuerbetrug gerade eben gesagt haben, wurde in Hamburg zu Zeiten Ihrer Verantwortung praktiziert, sondern das glatte Gegenteil. Und diesen Teil haben Sie eben verschwiegen. Und ich frage mich schon, wie wollen Sie eigentlich glaubwürdig in Ihrer heutigen Funktion über das Thema Bekämpfung von Steuerbetrug sprechen, wenn Sie eine solche Historie hier mit in das Amt mitgebracht haben? Millionen Steuerpflichtige werden von den Finanzbehörden extrem genau geprüft. Kleine Selbstständige, Handwerker, der Mittelstand. Da wird zum Teil über Jahre hinweg über die Veranlagung diskutiert, intensivst. Und ein Durchschnittsverdiener, ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin mit Durchschnittseinkommen zahlt 36% Grenzsteuersatz. Brav, weil es da kaum Ausweichmöglichkeiten gibt. Da kann man kaum irgendwo was sparen, was geltend machen. Ganz, ganz wenig. Die zahlen das alle, jedes Jahr aufs Neue. Und das Vertrauen all dieser Menschen in die gerechte steuerliche Veranlagung, das leidet nicht nur, das wird zerstört, wenn es andererseits möglich ist. Auf welche Weise auch immer und wer dafür auch immer verantwortlich war, dass eine Warburg-Bank kriminell erlangtes Geld nicht zurückzahlen muss. Das zerstört viel, viel mehr, als nur, dass die 90 oder 47 Millionen selber betroffen sind. Da geht Vertrauen verloren in die Redlichkeit der steuerlichen Veranlagung. Und deswegen müssen wir uns auch mit dem auseinandersetzen, was in der Tat ein Beschuldigter, Herr Olearius, in seinen Tagebüchern notiert hat. Das ist alleine noch kein Beweis, aber es sind eben doch auch fundierte Aussagen aus seiner Perspektive, die man auch nicht vom Tisch wischen kann. Und ich will nur sagen, man kann da zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, wo wir heute stehen. Aber dieses Tagebuch liegt der Staatsanwaltschaft vor. Möglicherweise wird es auch als glaubwürdig und beweisgeeignet vor Gericht eingeschätzt werden eines Tages und im Gerichtsverfahren verwendet werden. Und auch ein Gericht wird möglicherweise über die Glaubhaftigkeit des Tagebuchs am Ende eine Aussage treffen, indem es Aussagen verwertet oder nicht. Das können wir heute noch nicht sagen. Das hat die Justiz auch alleine zu entscheiden. Aber wir werden das beobachten. Und wir werden, je nachdem, was die Justiz auch zu den Tagebüchern sagt, unsere Rückschlüsse ziehen auf dessen Inhalt. Und einige Dinge, die darin stehen, übrigens sind ja heute auch bestätigt worden von Ihnen, Herr Minister. Sie haben die Treffen als solche bestätigt, nur nicht den Inhalt. Und Sie haben auch bestätigt, dass der SPD-Mann Pawelczyk in Hamburg, eine Instanz in der SPD, Sie auf das Thema Warburg und auf den Warburg-Fall konkret angesprochen hat. Was ist das anderes als der Versuch, einen politischen Verantwortungsträger zu beeinflussen, wenn man ihn auf den Fall anspricht? Das ist doch, es ist zumindest der Versuch, ja, offensichtlich doch schon beschrieben worden. Jedenfalls ist es keine Konstruktion, hier nachzufragen. Die Nervosität in der SPD-Fraktion nimmt an dieser Stelle zu. Es gab ein Gespräch, ich kann nur mal wiederholen, ein Gespräch des SPD-Urgesteins Pawelczyk, bei dem er offensichtlich Herrn Scholz auf diesen Sachverhalt angesprochen hat. Und das ist etwas, was doch auf den Versuch von Einflussnahme hindeutet. Und dann wäre es ja nun möglich auch gewesen, dazu etwas zu sagen, was denn bei den Gesprächen zwischen Jetzt ist Herr Dr. Tonka dran. No. Ich, Frau Präsidentin, ich sehe, dass der SPD nach, denn ich weiß ja, warum Sie so empfindlich und nervös sind bei dem Thema. Jedenfalls, Herr Minister Scholz, möchte ich eines festhalten. Sie haben jetzt dreimal im Finanzausschuss ausgesagt dazu, was Sie wissen, in der Regierungsbefragung und auch heute sich dazu geäußert. Ich unterstelle, dass das, was wir jetzt inzwischen erfahren haben von Ihnen, vollständig ist.
und dass wir nicht auf weitere Dinge stoßen, die Ihnen bekannt waren, die aber bisher nicht genannt worden sind. Das ist, glaube ich, eine Frage auch des Respekts vor parlamentarischen Institutionen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt weiter auf der gegenwärtigen Grundlage den Minister zu befragen. Aus meiner Sicht liegt der Ball jetzt ganz klar in Hamburg und dort in der Bürgerschaft. Meine Aufforderung ist, dass die Christdemokraten in der Bürgerschaft nunmehr den Weg freimachen, dort eine parlamentarische Untersuchung in die Wege zu leiten. Es ist genug gehört vom Hauptbeteiligten dieses Vorgangs, und es ist jetzt soweit, dass Hamburg untersuchen muss. Dort gehört das hin, und ich fordere die Christdemokraten auf, den Weg für die Aufklärung freizumachen. Ganz und egal. Ich fordere Sie auf, schnell, aber auch wirklich schnell, jawohl, zum Ende zu kommen. Danke, Frau Präsidentin. Ganz egal, wer nachher welche Entscheidung getroffen hat, wir wissen das heute noch nicht, aber die Person, die verantwortlich ist für die Entscheidungen in der Causa Warburg, die muss auch mit Konsequenzen rechnen, egal ob das beamtenrechtliche oder am Ende politische sind. Das wird die Aufklärung zeigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Tonka.